Ob in Orange oder Grün, klein oder groß, glatt oder bucklig. Auf dem Viktualienmarkt stand am Freitag alles im Zeichen des Kürbis. Doch welches Modell eignet sich jetzt eigentlich am besten zum Schnitzen? Es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Wenn man jetzt den klassischen Gartenkürbis schnitzen möchte, dann ist es, empfiehlt sich eigentlich recht, einen leichten Kürbis zu nehmen, der quasi eine dünne Schale hat. Wenn man einen reliefartigen Kürbis schnitzen möchte, dann einen mit möglichst viel Fruchtfleisch, der sehr schwer für sein Gewicht ist, wo man richtig tief reingehen kann. Ne? Besonders wichtig hierfür auch das richtige Werkzeug. Aber wie kommt man dazu, Profi-Kürbisschnitzer zu werden? Meine Schwester hat mich vor 6 Jahren mal gefragt, ob ich für ihre Kindertagesstätte einen Kürbis schnitzen könnte. Und ich habe damals mit Stemmeisen und Teppichmesser versucht, so ein bisschen mehr rauszuarbeiten aus dem ganzen Kürbis. Und habe gemerkt, man kann da richtig gut mit dem Material arbeiten. Und habe mir dann in den USA Inspiration geholt. Da gibt es das ganze Thema riesengroß. Da gibt es auch viel mehr Kürbiskünstler noch. Und so hat es dazu geführt, dass ich da bin. Er zeigt den Besuchern heute, wie es geht. Schließlich steht Halloween vor der Tür. Zugegeben, auch diese Kürbisstelzenläuferin finden wir etwas gruselig. Sie ist neben den Kürbiskreationen das Fotomotiv Nummer 1 auf dem Kürbisfest. Das ist ein sehr umfangreiches und vielfältiges Thema, weil im Hintergrund kann man dann eigentlich schon sehen, es ist nicht nur Lebensmittel. Zum Beispiel kann man aus dem sogenannten Flaschenkürbis Trommeln herstellen. Wer doch lieber schlemmt als musiziert, der kommt an diesem Freitag auf dem Viktualienmarkt voll auf seine Kosten. Viele der Marktbuden machen beim Fest mit und bieten ausgefallene Kürbisprodukte an. Es ist ein ganz wichtiges Thema, denn ganz viele Kinder und speziell auch in der Großstadt wissen einfach auch nicht, wo die Lebensmittel herkommen, sondern man kauft es im Supermarkt ein und es ist einfach da. Und darum ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ihnen das zu vermitteln, dass das Pflanzen sind, die irgendwo auch wachsen müssen, dass Lebensmittel auch aufwendig produziert werden müssen und dass sie auch ein bisschen Ehrfurcht davor kriegen und nicht so sorglos mit Lebensmitteln umgehen. Die meisten der Kürbisse auf dem Kürbisfest stammen übrigens von einem Bauernhof im Landkreis Dachau. Über 250 verschiedene Sorten von Kürbissen finden dort Platz.